Hi, hallo und herzlich willkommen heute zu einem Unusual Unboxing der Bosch PBD40. Im Vorfeld große Diskussion mit meinen Kumpels wegen so einem Unboxing, Loadout oder wie man es auch immer nennen mag, Video. Das sind nämlich einige der Meinung, wer schaut sich denn sowas an, wie jemand was auspackt? Ja, der Toolboy zum Beispiel, weil ich der Meinung bin, dadurch steigert man die Vorfreude und man sieht, ja, was auf einen zukommt, wie das so verpackt ist, was für Aufwand ist, das zusammenzubauen. Und darum soll es heute gehen, mit dieser tollen Volkstischbohrmaschine, wie ich sie jetzt mal nenne, von Bosch, in einem besonderen Format, weil ich das Fischauge auf die Kamera gemacht habe, weil sonst dieser Riesenkarton gar nicht reingepasst hätte ins Bild, der auch so mit der Post gekommen ist. So, arg viel mehr sage ich gar nicht im Intro. Schon kann es losgehen, nichts riskieren, abonnieren. Ja, ich habe mir tatsächlich ein paar so Videos über die Maschine angeschaut und deswegen weiß ich, dass es da ein paar Marken gibt, mit denen ich aber leben kann für den Preis. Fangen wir mal mit den Zahlen, Daten, Fakten an. Steht ja schon viel hier oben. 710 Watt, das ist schon ein bisschen was. Bis zum maximalen Durchmesser von 40 mm kann man da bohren und die ist stufenlos einstellbar von 200 bis 250 mm. Das ist eine Tischbohrmaschine und ich habe gelernt, dass der Abstand 12,5 cm für da hinten ist und dass dieses Backenfutter eigentlich laut Bosch für Akkuschrauber gedacht ist und deswegen habe ich mir schon im Vorfeld, hoppala, hier so ein Röhmfutter geholt. Ja, das hatte ich sogar noch da. Das ist aber eine andere Geschichte. Okay, und dass dieser, wie man normalerweise sagt, Drehkreuz oder Hebelkreuz, in dem Fall ist es halt Rad, ein bisschen unvorteilhaft ist. Manche rollen das so auf der Hand ab und man muss halt immer seinen Arm verdrehen. Da habe ich einen Menschen gefunden, den Dominik, der solche Dinge baut, nach einer Vorgabe von wiederum an anderem Kanal. Ich verlinke euch das, glaube ich, alles unten dann. Und wo man den dann ein bisschen, sage ich mal, aufmotzen kann. Und ja, gibt ganz viele Videos über Tische. Einer hat dieses Gerät an der Wand montiert. Ganz tolle Idee, wie ich finde. Einer hat es an der Decke montiert. Deckenmontage mit so einer Halterung für eine Satellitenschüssel. Es gibt ein... Diskussion darüber, ob vielleicht so ein Bohrmaschinenständer nicht besser wäre. Da brauchen wir schon mal einen Bohrmaschinenständer und eine Bohrmaschine dafür. Habe ich beides nicht, also Bohrmaschine vielleicht schon, aber nicht genau die, die da reinpasst und, na, egal. Also Easy Handling for Precise Drilling. Ja, vorne hat man auch Spiel an der Spitze. Ihr wisst ja, ich bin ein Rundläufer und das ist mir immer wichtig. Vor allem, wenn ich meine Werkzeuge auslasse. Mal schauen, wie wir damit zurechtkommen. Das wollen wir ein bisschen vielleicht durch diesen Lifehack dann verbessern. Auch wenn es jetzt in dem Video da noch nicht drum geht. Das kommt noch. Dann My Bosch, 3 Jahre Warranty schreiben sie drauf. Und jetzt gucken wir einfach mal rein. Und zwar habe ich hier ja immer parat liegen. Und da gibt es ein Warranty-Siegel. Ja, mal schauen. Hier, das machen wir jetzt auf. Also ist es wieder ein Single-Take. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Jetzt müsst ihr mit allen Fehlern gegatze und schon... Schon geht's los. Ja. Müsste mit all dem leben, war klar. So, dann machen wir den hier mal auf. Es ist tatsächlich so gekommen, war nicht kein zweites Mal verpackt, da war da oben noch der Versandaufkleber, den habe ich abgezogen, mühelos und unschaltungsfrei. Und jetzt gucken wir wirklich mal rein. Ich hoffe, die kriege ich hier an der Kamera vorbei. Ja, das ist ein Effekt. Und jetzt mache ich auch das Licht an, weil es hat vorhin gespiegelt. Dann wird es wieder ein wenig heller und jetzt schäppert es gleich wieder, weil da hinten was runterfällt. Nein, okay, passt. Also gut. Gucken wir mal hier rein. So schaut es aus für den interessierten Werkzeugenthusiasten. Also was man sieht, ist diese aus Aluminium gefertigte Platte. Jetzt muss ich mir was einfallen lassen schnell, wie ich das hier machen kann. Vielleicht kann man das da drunter klemmen, ja? Ja? Oder auch nicht. So, dann schauen wir hier mal rein. Also der Standfuß aus Aluminium, schon mal hervorragend gefräst. Haben wir hier Disco, machen wir die Lampe noch ein wenig heller, auch eingraviert oder beziehungsweise gegossen und dann überfräst mit dem Bosch-Emblem und dem Schriftzug. Hier hat man für Befestigung zwei solche Nutenleisten. Hier hinten kommt nachher die Stange rein
Und da ist auch schon eine Schraube drin. Und von unten schaut das Ganze so aus. Okay, das ist schon mal okay. Das lege ich jetzt mal hier beiseite. Und dann ist hier eine große, gepresste Folie. Karton. Und dann ist da drunter, sofort zu erkennen, das Markenzeichen, dieses Rad und eine Bedienungsanleitung. Ja, your benefit, the battery for your home, also ein Werbezettel erstmal. Und dann in allen Sprachen wieder eine Bedienungsanleitung. Die sollte man sich natürlich immer vorher durchlesen, aber dann ist weniger Spaß für euch heute. Schauen wir mal rein. Okay, dann machen wir den hier auf. Ich bin ganz aufgeregt hier. Kommt ein, na, schaut so aus, H4 im Bus, Sechskantschlüssel. Dann hier eine Leiste, die nachher dann auch auf den Fuß passt. Und das ist schon ein Teil vormontiert halt. Da ist auch ein Halter, der die Stange verbiegt, dass man dann schief bohrt, habe ich gehört. Den werde ich wahrscheinlich halt erst hinbauen, weil ich habe nämlich was viel Besseres. Aufmerksame Zuschauer meines Kanals wissen das. Also das zeige ich hier raus. Okay, das war's dann. Darunter ist nichts mehr. Schauen mal nach. Das müsst ihr dann nimmer, wenn ihr das Video gesehen habt, soweit. Ne, da sehe ich nichts mehr. Also mache ich jetzt den Karton drauf, Deckel drauf und zu. Und dann machen wir diesen Kindersagen mal weg hier. Ein richtig großes Teil. Und dann schauen wir uns mal den Rest an. Vom Schützenfest, den wir dann auf der Matte haben. Und jetzt. So. Also, das ist wohl die Basis von allem. Hier machen wir das auch mal weg und wir stellen es gleich rein. Schwuppdiwupp. Ja, das ist halt schon aufgebaut. Ja, seht ihr natürlich nicht mehr viel, zumindest aus der Perspektive nicht. Mal schauen, wie wir das machen. Aha, fällt gleich das Kabel weg. Wie ist denn das hier hinten mit so einem Kabelbinder dahin gemacht? Machen wir das mal raus. Ja, das ist aber einfach. Also, das ist ein ganz einfacher Hands-on und das Video wird wesentlich kürzer, als ich befürchtet habt. Oh, hatte oder das, was ihr vielleicht befürchtet habt. Schauen wir mal. Ja, okay. Also hier hat schon mal ein bisschen Spiel. Weiß ich jetzt auch nicht. Der geht noch nicht. Den muss ich erst frei machen. Okay, schauen wir mal hier hinten. Ja, der hat wirklich viel Spiel. Das ist zwar Nut, aber man sieht es hier. Im Rahmen funktioniert das Teil. Okay. Ja, das habe ich hier vorne Folie. Kennt ihr die Leute, die Folien immer oben lassen? Ich bin keiner davon. Zack, weg. Okay, also ist das wirklich unpackt. Hier mit dem Aufkleber ein bisschen nachdrücken. Das ist auch gut. Ja, tolle Maschine, die ist kompakt. Und denke ich für den Preis ganz in Ordnung. Wie gesagt, den Halter lassen wir weg. Das hier ist so ein Anschlag, da kann man Holz drauf machen, lassen wir aber auch mal weg. Und dann habe ich hier meinen 4er Schlüssel. Mit dem ziehe ich jetzt mal die Madenschraube an. Hinten. Ja, wenn wir ihn kürzer machen können, dann hätten wir hier nicht anheben müssen. Also einmal, dann ist es schon mal fest. Und das Gute ist halt auch, man kann die auf große Platten draufstellen und dann da durchbohren. Und wenn man ein bisschen Talent hat, kann man sich da viel draußen drumherum bohren. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das ausschlaggebende Moment war, wieso ich mir die geholt habe. Ich meine, ich habe mir überlegt, dass ich da irgendwo ein langes Loch reinbohren muss. Ja genau, wenn ich hier meine Aufnahme mache für die Schraubendreher, habe ich mir vorgenommen, dass ich das über lange Schraube machen, die wollte ich gerade bohren und dann habe ich natürlich gleich gesehen im ersten YouTube-Video, dass das Teil halt, es bringt da hinten eine Kraft drauf und dann vernaffelt es, deswegen werde ich das niemals anwenden, weil ich möchte, dass das hier gut bleibt. Kommt, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt, okay, brauche ich einen Schraubstock auch noch dafür. Dieses Drehkreuz, das habe ich mir besorgt, das schickt er mir, das kostet 24 bzw. 28 Euro mit Versand, das baut er nach. Und dann stecke ich die jetzt einfach mal frech ein, die ist auf 0. Stopp. Okay, der geht nur rein, wenn sie auch angeschalten ist. Ich habe Laserlicht und kann die Drehzahl einstellen. Und jetzt schauen wir mal das da hinten an. Ich kann die da lose machen. Ja. Und kann dann hier die schön drehen. Und ich habe gesehen, da braucht man noch so ein Silberkleid. Auch ein Tipp aus YouTube. Fasst das alles ein bisschen zusammen.
dass die hier schön hoch und runter geht. Okay, und hier ist auch nochmal diese ganze Geschwindigkeitstabelle oben und da hinten eine tolle Feder drin. Und die muss man auch festziehen, dass die fest ist und dann kann man losbohren. Und das sind zwei so, ja, rausziehen, ja, okay, so wie man es kennt. Also gut. Ja, okay, alles nur gut. So, okay. Also gut, dann ab an Strom, Satrom. Mal schauen, den machen wir raus, den machen wir rein. Moment, sehen Sie nichts. Ersten Gang. Ja, stellen wir hier mal das ein bisschen nach. Okay, dann sieht man hier Licht. Jetzt machen wir einen Laser ein. Okay. Natürlich, don't stay in the beam, wenn der sich da reflektiert. Das erste, und das wäre jetzt schon mal das erste, die erste Möglichkeit gewesen, das auch auf den Mittelpunkt da einzustellen, aber wir kommen durch auf jeden Fall. Ja, okay. Und das zweite ist ein Licht. Cool. Schauen wir mal. Aha, das ist da unten. Seht ihr das Licht? Ich sehe das nicht. Egal. Also es sind nur zwei LEDs drin, die leuchten. Kann man einschalten und ausschalten. Alles per Knopfdruck gut. Ich kann hier abnullen und habe dann hier einen Geschwindigkeitsknopf. Und wenn ich den jetzt mal losrumpeln lasse. Anlauf, höre ich schon mal. Ja, Lautstärke hat man auch, sagt es nicht so. Oh, eine Schwankung im System. Zeigt immer 600 an. Als Lautstärke ist, ja, riecht auch ein bisschen elektrisch, die Kohlen laufen sich ein. Ja. Also 10 Umdrehungen pro Minutenweise kann ich verstellen. Tolle Sache, also in Höchstgeschwindigkeit, in kurzer Zeit aufgebaut. Ich will nur schauen, wie, ach, das haben wir ja schon gemacht, da muss immer offen sein. Da muss immer offen sein. Und dann kann ich hier auch kurbeln. Das ist quasi wie so ein Anschlag, Tiefenanschlag. Mhm. Ja, okay, das ist schon mal so die elementare Funktion von dem Gerät. Und hier und im Gang 1, was sie da noch tut. Ah, okay, kommen wir runter auf die 200 und da ist dann die höchste Geschwindigkeit. 850! Okay, ja, das ist nicht schlecht. Hier haben wir noch ein Typenschild, wo das auch nochmal alles oben steht. Ja. Mal schauen, was da passiert. Das ist auch tatsächlich ein manuelles Getriebe, jetzt sollte man das wahrscheinlich auch noch im Stillstand schalten. Okay, tolle Sache. Ja. Jetzt schauen wir mal, ob dieser Hebel noch was tut und dann sage ich schon mal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war informativ, mal was anderes. Und dann bis bald. Ich hoffe, ihr lasst mal ein Like da. Tschüss.